Hey! Um mich ist es jetzt seit einiger Weile ruhig geworden. Und das hat einen Grund. Mehrere Gründe, viele Gründe. Schule. 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 Fuck. In Musiknachrichten gibt es aber was ganz Cooles und Neues von mir. Ich werde ein Album aufnehmen. Was mich inspiriert hat, endlich ein Album aufzunehmen nach meinen beiden EPs, kann ich euch zeigen. Dort, also mein Ziel mit dem Album sind 10 Lieder. Ich hoffe, es werden dann 12. Also eigentlich mein Ziel ist 12, aber ich sage einfach bloß 10. Weil 10 klingt besser für mich zum Schreiben als 12. Und ja, das Interessante wird werden, ich hoffe, es wird relativ minimalistisch gehalten. Ich kann es halt jetzt noch nicht wirklich sagen. Ich versuche die Lieder minimalistisch zu halten. Und das Coole wird werden, oder wo ich mich damit zwinge, ich werde vollständig deutsche Texte schreiben. Außer bei dem einen Lied, weil das schon viel, viel länger besteht als die anderen Lieder. Das ist jetzt auch schon längst mal live gespielt worden und so. Arbeitstitel heißt Lullaby. Und das Lied hat noch englischen Text. Ob ich den ändere, weiß ich nicht. Ich denke eher weniger, weil es passt halt einfach. Je nachdem, wann ich das hochlade, sind etwa 3, 4 Lieder fertig. Eins davon ist fast vollständig aufgenommen. Lullaby ist vollkommen fertig geschrieben. Und das dritte Lied, das habe ich jetzt innerhalb von etwa 3, 4 Tagen geschrieben. Das ist fast fertig. Fast. Ich arbeite noch an einem vierten Lied, aber das dauert noch. Und ich versuche jetzt jeden Abend irgendwie ein bisschen Songwriting zu tun, zu betreiben. Ich betreibe Songwriting. Und ja, das wird interessant werden. Der Titel des Albums bis jetzt, die Unveränderbarkeit der Vergangenheit. Langer Titel, ich weiß. Und wie kam es zu dem Album? Ja, das ist die gute Frage. Zu dem Album kam es eigentlich durch das Jugendfestival in Annaberg, wo ich jetzt auch diesen Ausschnitt gezeigt habe. Und halt Sachen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Das Album wird auf jeden Fall ein sehr. Wenn ich sage vergangenheitsfixiert, klingt es negativ. Ich versuche Sachen, die ich erlebt habe, irgendwie mal den letzten Punkt zu machen, den Strich unter die Rechnung und dann halt wirklich abzuschließen und neu zu starten. Ich denke, nach 3 CDs kann man auch mal neu starten. Update. So viel zum Thema. Ich musste dieses Video einfach machen. Ich habe so viele Ideen. Wirklich, ich habe so unheimlich viele Ideen. Ich war mal drüber, ein Buch zu schreiben. Ich war drüber, einen Kurzfilm, eine Story zu schreiben. Ich habe so viele Lieder angefangen und nie vollendet. Ich hatte Ideen für Alben und weitere EPs. Nur, solange es bloß Ideen bleiben, wird nichts daraus. Ich will jetzt endlich wenigstens eine Idee durchziehen, die ich jetzt hatte. Dank Jugendfestival und ähnlichem. Und wenn ich es bis nächstes Jahr geschafft habe, vielleicht spiele ich beim Jugendfestival, wer weiß. Aber ich hoffe, es wird klappen. Ich werde da regelmäßig Videos posten, wie es mit dem Album weitergeht und wo ich momentan stehe. Es klingt wie eine Selbsthilfegruppe. Und halt vielleicht auch, wie ich Sachen aufnehme und mal sehen. Ich versuche so viel wie möglich über das Album zu posten, weil das zwingt mich, was zu machen. Ich muss dran arbeiten, dass ich was posten kann. Und wenn ich was posten will, muss ich arbeiten. Halt einfach dieser zarte Tritt in den Arsch. An alle Künstler oder die was mit Kunst machen, tretet euch ab und zu selbst in den Hintern. Manchmal ist Zwang auch ganz kreativ, obwohl das jetzt für mich kein Zwang ist. Es ist mehr,
ich muss jetzt endlich was machen, sonst wird nie was. Dieses Gefühl, wenn du seit 11 Minuten zu einer Kamera sprichst und nichts kommt zurück. Aber fürs Erste, reingehauen.